Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Frozen Flame. Und sorry, dass gestern kein Part kam, aber ihr wisst ja, was ich alles an Machen habe. Von daher hat es halt jetzt halt mal einen Tag Pause gegeben. Ich denke mal, dass es bei jedem Spiel mal vorkommt, dass jedes Mal so einen Tag Aussetzer hat. Aber so schlimm dürfte es eigentlich nicht sein. Gut, wir werden heute als allererstes mal versuchen, dass ich dieses meine blauen Dinger hier noch wieder bekomme. Deswegen schaue ich, dass wir jetzt erst einmal hier rüber porten und dann versuche ich hier rüber zu fliegen, dass ich das auf jeden Fall bekomme. Und dann schauen wir danach mal, wie wir es schaffen könnten, diese Münzen hier noch zu bekommen. Ich denke mal, dass wir von der Insel aus irgendwie hier rüber fliegen können. Müssen wir jetzt einfach mal probieren. So, Teleportation hierhin, bitte. Jawohl. Gut, und dann einmal hier quer über den ganzen Bereich laufen, ne? Weil ich mache jetzt mal hier meine Markierung hin, dass ich die schön sehe. Ja, jetzt muss ich bloß wieder da nach oben latschen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das fliegenderweise schaffe. Ich glaube es nicht. So, renn mal. Ah, vielleicht komme ich da unten schon entlang. Ja, ja, ihr mich auch. Nee, da komme ich nicht hin. Die Schweine lasse ich jetzt auch sein. Wenn es hier überhaupt welche gibt. Überladen sind wir nicht, weil sonst könnten wir nicht rennen. Dich lasse ich jetzt auch in Ruhe. So. Und dann, da müssen wir rüber, okay. Moment. Ja, ja. Alles gut. Da haben wir die Barriere. So, das heißt also einmal hier. Ich hoffe zumindest, dass ich da wieder was bekomme. Oh, mir geht die Ausdauer aus. Nicht schön. Aber ich hoffe, ich schaff's noch. Ja, ich schaff's auf jeden Fall noch. Wunderbar. Gut. So, und wo ist jetzt die Stelle, wo ich gestorben bin? Gute Frage, ne? Ich sehe nichts. Hallo? Ui! Okay, nochmal gucken. Auf der Map. Oder habe ich die jetzt schon eingesammelt und habe es gar nicht gemerkt? Wieder mal? Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass ich etwas nicht merke, ne? Lesen, das ist die Tafel, die wir schon mal gehabt haben. Zweige, Steine, Erze. Nö. Ist okay. Ich denke mal, ich hab's. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. So, was haben wir denn da? Oh. Gar nichts. Und rohes Wildschwein. Ach doch, Stoff. Alles klar. Wie bin ich eigentlich vollgepackt? Wollte ich mal schauen. 140 Kilo. Ja, das ist gut. Okay, dann machen wir uns die nächste Markierung, die hier ist. Ich meine, das ist die gelbe Markierung hier, ne? Aber... Mal gucken, ob ich da hochkomme. Vielleicht erstmal hier rüber auf die kleine Insel. Könnte ich gerade so schaffen, ne? Yep. Oh, und da haben wir ein Lager. Warte, was ist das? Okay, die kann ich kaputt machen. Die kann ich auch kaputt machen. Aber nicht mit Pfeil und Bogen. Haut vom Knabberer, wunderbar. Nehmen wir gerne mit. Blauer Fisch. Was? Leuchtender Apfel. Oh, gleich ein leuchtender Apfel. Was haben wir denn da? Ui. Sorry.
93 Münzen. Okay, ich spring halt einfach mal runter, ohne zu wissen, ob ich wieder rauskomme, aber... So, damit haben wir nochmal einen Runenstein. Auch nice. Steinelementar. Ich glaube, gegen den mache ich nicht sehr viel. Ui! Spinnst du? Warte mal, lass mich mal an dir vorbei, bitte. Autsch. Ah, den müssen wir auf jeden Fall erledigen. Ja, das denkst du dir, ne? Ui! Weg. Man braucht halt einfach ein bisschen Geduld. Ja. Aber wie gut, dass du so träge bist. Komm, mach mal den Crit. Ja, dachte ich's mir. Aber ich hab dich gleich. So. Dann bist du nur noch ein unbedeutendes Steinchen. Upsi. Und tschüss. Und ganz viele, jawohl. Immer her damit. Noch irgendwas? Nehmen. Jetzt haben wir da 3 Himmelskristalle und 6-mal Feuerstein. Hm? Aber jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. 10 Himmelskristalle und ein Haufen rostiger Schrott. Super. Entschuldigung. Ja. Ja, das sind diese kalten Tage, die machen mir immer zu schaffen. Mein Hals ist schon wieder total zu. Vielleicht auch etwas angeschlagen. Okay, wir haben hier einen Strudel nach oben. Was auf jeden Fall nice ist. Weil wir müssen ja nach oben. So, schauen wir mal, ob wir es da rüber schaffen. Aber ich denke schon. Wir sind ja noch full power. Okay, hier können wir auf jeden Fall auch viel Schweineleder farmen. Und ganz ehrlich, das brauchen wir auch. Wunderbar. Weil ich möchte nämlich die eine Rüstung bauen. Wir brauchen auch noch einiges an Knochen. Ich sehe nicht, wo du bist. Ah, gut. Einmal Fleisch, okay. Ich darf halt nur nicht wieder zu überladen sein, ne? Ui. Echt? Ich bekomme dann einen Blutungsschaden anscheinend. Nur Fleisch. Nur Fleisch und wahrscheinlich da auch nur Fleisch. Das sind meistens immer nur die Kleinen, die da sind. Aber wir können uns ja... Oh, warte mal. Ich höre dich. Jawohl, da haben wir noch mal eins. Sind echt viele hier, ne? Aber halt hauptsächlich die Kleinen. Notfalls schmeiße ich ja Fleisch auch raus, das ist mir egal. Okay, wir haben hier die dritte Tafel. Die 5. sogar schon, okay. Drachen waren die ersten empfindungsfähigen Wesen in Arcana. Sie waren es, die wie Eltern unsere ersten Stämme unter ihre Fittiche nahmen. Sie sahen etwas Besonderes und Erstaunliches in uns, den Pilgern. Okay.
Ich muss natürlich auch gucken, was in den Häusern ist, ne? Ist klar, kann ich nicht einfach so vorbeilaufen. Vielleicht sind da Geister drin. So wie wir schon mal hatten. Oh, da ist ein X. Ich denke mal, dass wir hier einen Gegner haben werden. Kann man nicht aufmachen. Weil da war jetzt gerade ein X an der Tür. Das wird er bestimmt noch nicht gewesen sein. Ui! Solange ihr da oben verharrt, ist mir das egal. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Sekunde, danke. Okay, anscheinend haben wir es geschafft. Oh, die habe ich vergessen einzusammeln. Her damit. Jawohl, eine zweite verfluchte Münze haben wir damit. Dann brauchen wir gar nicht mehr weiter suchen, ne? Die können wir eigentlich gleich mal anreisen, wo die nächste zu finden ist. Und zwar hier. Okay, schauen wir mal, was wir hier noch mitnehmen können. Vielleicht an Schweinchen. Du könntest eigentlich mal einen Cake essen. Ich hoffe, du isst einen von den zweien. Da vorne ist noch mal ein großes, oder? Ja. Nein, nein, nein. Du darfst mich zwar angreifen, aber mich nicht berühren, das ist verboten. Und da hinten, das ist noch ein kleines, ne? Großes sehe ich jetzt nicht mehr. Der Bogen ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Kann das sein, dass hier irgendwas versteckt ist? Nö. Was haben wir denn da? Einen Galgen? Oder was ist das? Sieht fast so aus, ne? Aber es geht hier runter. Ich weiß bloß nicht, ob ich da runterfliegen kann. Ich denke mal, dass das vielleicht noch etwas ist, was uns bevorsteht. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen anderen Eingang. Ich weiß es nicht. Okay, aber... Ah, okay, das wird hier drüben sein, vermute ich jetzt mal. Und ich hoffe, dass ich das bis zu dem Aufwind schaffe. Deswegen fliege ich jetzt schon etwas weiter hoch. Weil ich glaube nicht, dass ich es so schaffe auf die Insel. Oder? Na, aber gerade noch, dass ich es geschafft hätte, ne? Okay, einmal runter, Sturzflug. Spinnst du? Sorry. Okay, damit haben wir ihn hier. Ich höre den Drachen halt auch immer wieder, ne, der da oben noch rumschleicht. Zeit habe ich dann.
Oh, ein Crit. Gut. Damit haben wir das. Und schauen wir mal. Wo ist die Kiste? Ich vermute mal irgendwo unten. Und da ist auch irgendeine Tafel. Auto unbekannt. Flammeessenz. Der Fluch brachte eine Seuche hervor, die alles zerstörte, was wir einst liebten. Heilige Statuen, die mit dem Wunder von Kronos durchdrungen waren, öffneten einst Portale, magische Pfade, drakonische Adern, die in den Astralraum führten. Nach dem Aufstand des Gesichtslosen wurde die Statue mit Dunkelheit gezeichnet. Das Zeichen hängt über ihnen allen. Nun muss ein verfluchter Gegenstand an der Statue berührt werden. Heutzutage führen die Portale in das Reich des dunklen Lords. Der dunkle Lord. Und damit haben wir aber die dritte Münze. Jawohl. Dann können wir nämlich auch bringe die verfluchten Münzen zum Schatzsucher. Schauen wir mal. Ich meine, hier gibt es keine Portalteile, wo ich mich irgendwie porten kann oder sowas. So ist keine zum Zerstören. Ah. Upsa. Sorry. Achso, das ist wahrscheinlich dann nur, dass man nach oben kommt, oder? Ja. Okay. Okay, okay. So. Jetzt mal gucken, wo wir hier sind. Wir müssen dahin. Ob wir das schaffen? Wir könnten jetzt erstmal darüber fliegen. Oje. Wir könnten das vielleicht gerade noch schaffen. Gut, dass ich so hoch fliege. Ah, okay, gut. Das heißt, wir können hier landen. Oder da. Ja, ja, ich höre dich schon. Aber du interessierst mich nicht. Aber du interessierst mich. Komm, nimm Crit. Mal kurz wegrennen. Und tschüss. So. Nehmen wir das Fleisch noch mit. Dann müssen wir in welche Richtung? Oh, wir sind sogar schon da. Nein. Doch. Wir sind tatsächlich schon da. Jetzt werde ich hier glatt vorbeigelaufen, weil ich gedacht habe, ich wäre jetzt auf die Zwischeninsel da gegangen. Haben wir hier? Magische Samen, jawohl. Nehmen wir mit, auch wenn wir jetzt ja schon ganz viele haben. So, oh, meine Münzen, schöne Münzen. Geisterfiguren, große Flammenessenz haben wir bekommen. Gib sie her, sofort. Ups. Vor einiger Zeit haben meine Gefährten und ich einen Schatz gefunden, einen Schatz aus der Vergangenheit. Wer wusste schon, dass dort alles verflucht war? So wurden wir so unsterblich und geisterhaft wie deine Luft. Ich werde die Münzen den anderen geben, die leiden, damit sie ruhig schlafen können. Und keine Sorge, ich komme mit meiner jetzigen Form klar. Ich bleibe ein Geist. Hier nimm meine Geisterfigur. Verkaufe sie oder beschwöre einen Geist. Es macht keinen Unterschied für mich. Okay. Ich würde dir empfehlen, immer an Verstecke zu denken. Zurzeit ist es am gebrochenen Tal gefährlich, wenn es nicht regnet, schneit es. Okay. Das heißt, wir müssen, Entschuldigung, zum Barden. Okay, der ist draußen irgendwo. Sekunde, dann schauen wir mal ganz kurz auf die Karte.
Bringe die Geisterfigur zum Barden zurück. Aber wir sind doch da. Ach nee, Quatsch. Doch. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt war ich doch gerade da. Münzen für die Flöte. So, jetzt bin ich gerade mal wieder verwirrt. Wir müssen aber dahin, ne? Nee, das ist der Portalkern. Auch Portalkern. Entschuldigung. Ich habe 3 Münzen. Wo finde ich die anderen 660? Werden mir andere Pilger einen Besuch abstatten? Okay, also hier ist auf jeden Fall nichts weiter. Die Kiste haben wir schon mal leer gemacht. Halt, da war irgendwas gelegen. Blauer Fisch. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil mich das jetzt wundert, dass das hier angezeigt wird. Okay. Münzen für die Flöte. Dann heißt es, wir müssen aber trotzdem zu ihm hier, ne? Da müssen wir hin. Da vorne, okay. Ich fliege halt da jetzt einfach mal hin. Ist ja egal. Ach komm, geh runter. Hörst du auf? Verdammt. Schießt er mich einfach an hier? Okay, da hätte man... Ach nee, wir müssen eh davor. Ne? Halt! Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Komm, du kannst rennen. Hört auf, Mensch. Ist halt jedes Mal dieses Hochgelaufe hier, ne? Ich weiß gar nicht, wie häufig ich da schon hochgelaufen bin. Oh, hör auf. So, jetzt schauen wir mal, ob ich mir den da noch hole. Weil wir brauchen das Leder ja auch. Und so gut sind die nicht nur im Schießen. Man kann auf jeden Fall immer rechtzeitig ausweichen. Autsch, sagte er und wurde volle Möhre getroffen, ne? So, ich höre dich klimpern. So, Moment mal. Du hast etwas, das dem Baden gehört. Nun eigentlich nicht ihm. Der Bade redet Unsinn. Tut mir leid. Der Bade ist glücklich. Okay. Ich existiere wieder. Emotion, Küssen, verfluchte Flöte und Himmelskristall. Die Selena ist es. Aha. Okay, sie lebt wieder? Ist mein Geliebter wirklich in der Nähe? Das ist wunderbar. Es gibt so viel, was ich ihm sagen muss. Ich, Selena, die ewige Geliebte des Baden, danke für deine Hilfe. Ich habe meinem Geliebten so viel zu sagen. Ich vergebe ihm. Du vergibst ihm? Okay. Okay, dann haben wir jetzt halt eigentlich nur noch die antiken Tafeln. Und die müssen wir finden. So, die sind auch markiert schon. Und wir haben aber auch hier eine, ne? Das heißt also, wir müssten erstmal nach dort kommen. Ah, okay. Und dann gegen den
Dingsy kämpfen hier. Ja, ja, ist in Ordnung. Schauen wir mal. Ich würde nur ungern wollen, dass die Schweine mich angreifen. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. Weil wir hatten doch hier diesen komischen Geist. Drei Münzen, wunderbar. Nochmal drei und nochmal zwei. Geh mal da mal hin, hier an die Kiste. Noch nicht verfügbar. Kristallessenz mal drei. Haben wir doch schon mal gemacht. Muss ich denn jedes Mal neu opfern? Puh, das ist aber übel. Das heißt, ich muss nochmal Kristallessenzen anbauen. Okay, das heißt also für uns wieder zurück zu dem Portal, welches hier links von mir ist. Weil wenn, dann würde ich schauen, dass wir einen nach dem anderen machen. Ach komm, spring. Nee, nee, ihr nicht. Oh, was ist da? Achso, Pilze. Dann hüpfen wir nochmal zurück. Dann werden wir mal solche Dinger bauen. Solche Anpflanzkübel. Im Grunde kann man überall sein Haus bauen, weil du kommst ja überall sauschnell hin mit den Portalen, ne? Ich weiß nicht, warum ich es gerade dahin gebaut habe, aber gut. Anfangs hast du halt noch nicht wirklich eine Ahnung von dem Spiel, wie genau das abläuft. Also von daher, ich würde sagen, wir stellen, jetzt muss ich nur erst einmal irgendwie wieder auf das Baumenü kommen, auf Q. Nein. Nein, nein. Okay, dann. Wir machen mal Uff. Hier können wir nicht so halt. Reparieren könnten wir vielleicht. Zwei heilige Knochen. Oh meine Güte. Stoff, ja, das mache ich auch gerne. Knochenhandschuhe. Brauchen wir eine große Wildschweinhaut. Den lasse ich. Da brauchen wir Stoff, Stoff und Stoff. Habe ich überhaupt noch Stoff? Ich weiß nicht, aber wir können auf jeden Fall das Fleisch hier reinschmeißen. 50 Stück gehen übereinander, das ist okay. Apfel raus, Fisch raus. So, hier haben wir auch nur Essen drin. Weil irgendwie kommt mir das jetzt sehr beengend vor hier. Ah, gut. Wir haben 12 Stück, ne, aber ich habe nur 10 Knochen, ist das Problem. Könnt ihr rein? Könnt ihr rein? Die Knochen können nicht rein, das Leder kann nicht rein. So, hier können allerdings die Samen rein. Hier kann alles rein wieder, ne? Warum hab ich... Ich hatte doch noch Leder. Habe ich das jetzt irgendwie übersehen? Anscheinend, ne? Nee, habe ich gar nicht mehr. Okay, wir nehmen mal den Stoff raus, dass wir noch unsere Sachen an Zweilen reparieren können. Weil solange ich jetzt die Knochenrüstung nicht habe, lassen wir halt mal das an. Und dann tun wir das hier mit rein. Leder, Knochen, Stoffe. Gut, Knochen müssen wir halt echt noch sammeln, ne? Weil ich brauche für dieses... Oder mal die Hammer. Für die Rüstung brauche ich 8 Wildschweinhaut und... Oh, das können wir sogar machen. Sorry dafür. Oh nee, können wir nicht, weil ich gerade... Oh Mann. Oh Mann. So, jetzt schau noch mal. Du hast doch irgendwo diese Pflanzdinger gehabt. Wo war denn das? Oder musste ich die an dem Tisch bauen? Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Hier können wir nur Rüstung machen. Hier können wir Möbel machen.
Hier können wir nur Rüstung machen, diese Stoffrüstung. Hier können wir Holz herstellen. Wo hatte ich denn das mit den... nein. Wo hatte ich denn das mit dem... Weil das Einzige, was ich hier beim Baumodus habe, ist das da. Na gut, finde ich schon noch raus. Ist kein Thema. Auf jeden Fall, wir werden das nächste Mal auch da wieder zurückgehen, dass wir uns den hier nochmal vorknöpfen und dann natürlich dementsprechend die anderen Dinge auch noch, ne? Weil wir haben ja da noch ein Fragezeichen und noch irgendwo? Nö, eigentlich nicht. Mal gucken, es wäre aber auf jeden Fall nice, wenn wir das schaffen könnten. Alles klar. Leute, wenn euch der Part heute gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.